Bei dem Wort Wildpinkeln denkt man sich so. Die Wohnungslosen fragen einen direkt nach 3 Euro. Hast du mal 3 Euro für mich? So. Haben die anderen beiden Urlaub? Er sagt, nee, Inflation. Polizei. Haben mich angehalten. Junger Mann, weißt du, wie schnell du gefahren bist? Nee, anscheinend nicht schnell genug, sonst hättest du mich nicht gekriegt. Wisst ihr, was ich mache, wenn mir dermaßen langweilig ist? Ich grüße einfach wildfremde Menschen, damit sie sich den ganzen Tag fragen, woher kenne ich dich? Ach komm, seid ehrlich, das habt ihr immer schon mal gemacht, oder? Aus dem Auto raus. Tüt! Immer winken, immer winken, immer winken. Na, mein Süßer. Hast du dir schon was ausgesucht? Darf schon mal ein Bierchen sein? Oder erstmal ein Eiweißshake? Ich wollte die Treppe runtergehen, da steht da eine Taube. Ich denke, die hüpft jetzt und fliegt elegant da so die Treppen runter. Aber nein, die ist wortwörtlich mit mir zusammen die Treppe runtergegangen. Die steht da so und geht dann da so springend. Dann macht die kurze Pause, warum? Da liegt eine Pommes. Hebt die Pommes auf. Und ja, jetzt heiße ich Saskia und die Bedeutung von dem Namen ist die aus Sachsen stammende. Ich glaube, die eigentliche Erklärung ist, dass meine Mutter so hochschwanger einkaufen war bei Lidl und stand so zufälligerweise vor dem Mineralwasser. Alter, wäre sie bei Aldi gewesen, würde ich jetzt Quellbrunnen heißen.